Stundenlanges Braten in der Sonne hat heutzutage, wie man weiß, leider mehr Nach- als Vorteile. Die Sonne ist aggressiver denn je und man sollte sich deshalb dieser niemals ungeschützt ausliefern. Muttermale können sich bösartig verändern und zu Hautkrebs werden. Damit's erst gar nicht so weit kommt, ist die regelmäßige Kontrolle beim Hautarzt das Um und Auf. Sonne ist unser Lebenselixier und ist unbestritten ein Gewinn für unsere Psyche. Jedoch in Maßen, also richtig dosiert, denn sonst können gefährliche Folgen entstehen. Ganz wesentlich ist es einmal der Vorteil, Muttermale sieht man. Bis zu einem gewissen Maß soll auch der Kunde, der Patient auf alle Fälle seine Muttermale beobachten. Und in dem Moment, wo er den Eindruck hat, ein Muttermal fängt zum Wachsen an oder verändert sich, dann ist auf alle Fälle der Hautarzt gefragt. Der helle Hauttyp, der also sehr schnell rot wird, der sehr schnell leider einen Sonnenbrand kriegt, das ist der blonde, rotblonde. Von den Haaren her, der Hauttyp, der die helle Haut hat, die Sommersprossen im Gesicht, der hat einen sehr, sehr geringen Selbsteigenschutz gegen die Sonne. Das ist ein äußerst gefährdeter Typ für Muttermale und zur Veränderung der Muttermale. Natürlich unumgänglich ist der richtige Sonnenschutz. Mittagssonne, sprich von 11 bis 15 Uhr, sollte man wirklich meiden und da sollte man unbedingt in den Schatten gehen oder, wenn wir ganz wo im Süden sind, sogar das kühle Haus, was natürlich auch angenehmer ist, aufsuchen, weil sie sich gar nicht so dieser Sonne schützen können, wenn sie da in der Mittagssonne jetzt zusätzlich eventuell am Strand liegen, wo also Sand oder Wasser noch viel mehr das UV-Licht reflektiert. Den entsprechenden Sonnenschutz, Lichtschutz. Meist kommt man doch eher ungebräunt in den Urlaub, außer wir haben die Chance, sich schon ein bisschen die Haut vorher vorzugewöhnen oder vorzubräunen. Auch da ist es wieder gemäß dem Hauttyp. Es gibt also insgesamt 4 Hauttypen, von dem ganz keltischen, hellen Typ bis zum dunklen Hauttyp, der also schon viel Eigenschutz hat und daher auch etwas an Sonnencremen sich einsparen kann. Aber den entsprechenden Lichtschutz, den ich natürlich auch wiederholen muss. Gerade Kleinkinder und Babys gehören nicht ungeschützt in die pralle Sonne. Hier gibt's sogar tollen modischen Schutz zum Anziehen. Kleinkinder sowieso aus der Sonne und wenn, dann wirklich mit einem optimalen Schutz, sprich einen optimalen Sonnenschutz für Kinder, der ab 30 anfängt von Lichtschutzfaktor und eventuell gerade bei Kleinstkinder oder Babys natürlich die Bekleidung. 1-2% aller Krebserkrankungen in Österreich sind Melanome, der sogenannte schwarze Hautkrebs. Ja, in Österreich gibt es nur eine Dunkelziffer, und zwar meint man etwa 1500 im Jahr, und zwar insgesamt. Wir haben aber in Oberösterreich selber die Dermatologen nachgeforscht bei den oberösterreichischen Pathologien und haben im Jahre 2003 485 Melanome behandelt und eingeschickt, festgestellt. Also das sind erschreckende Ziffern, das entspricht etwa 30 bei 100.000 Einwohnern Neuerkrankung und das sind australische Ziffern. Also das sind die höchsten Ziffern, die es weltweit gibt, also in Australien und den Südstaaten der Vereinigten Staaten. Bei ständiger Selbstkontrolle oder vor allem bei regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Hautarzt können die Muttermale ständig beobachtet und Tumore frühzeitig erkannt werden. An und für sich ist es die Auflichtmikroskopie, die wir alle Hautärzte zur Beurteilung eines Muttermals verwenden. Das ist ein Mikroskop, wo ich also eine vielfache Vergrößerung des Muttermals habe und natürlich auch in tiefere Hautstrukturen hineinkomme. Und dieses Bild kann ich mittels eines computergesteuerten Bildschirmes am Bildschirm festhalten. Das ist also, wir nennen unser Gerät, das ist ein sogenannter Fotofinder-Gerät, wo dieses Bild dann für den Patienten direkt gespeichert wird. Und das Wesentliche ist, wenn er zu den wieder regelmäßigen Nachuntersuchungen kommt, werden diese 2 Bilder nebeneinander gestellt. Und ich als Arzt sehe die Veränderung,
aber auch der Patient als Laie, wenn es zu einer Veränderung kommt, sieht es. An und für sich ist für mich einfach wichtig, dass ich darauf achte, dass, ob sich mein Körper verändert, eben auch die Muttermale. Und aus dem Grund habe ich mich eben entschieden, diese Muttermale untersuchen zu lassen. Und ich finde, dass der Fotofinder wirklich eine gute Möglichkeit ist, dass man auch die Kontrolle, also gerade das Foto, was man eben vor einem Jahr gemacht hat, kontrollieren kann mit dem neuen Foto, was dann eben wieder bei der Kontrolle entsteht. An mir als Patient wirklich zu sagen, wie sich das verändert, weil normalerweise würde ich das gar nicht sehen. Ist ein Muttermal dann auffällig, wird es operativ entfernt. Wenn es aufgrund dieser sehr genauen Untersuchungen, die man ja macht, feststelle, es ist ein Melanom oder eine Vorstufe, soll man das Muttermal herausschneiden. Und wenn man schneidet, entstehen natürlich Narben und es entstehen, man sieht Spuren und das soll man eben nach ästhetischen Gesichtspunkten machen. Also man soll das Muttermal tief herausnehmen bis zur Faszie, also bis inklusive des Fettkörpers und soll dann auch diesen Defekt in den Spannungslinien der Haut vor allem anlegen und soll dann auch hinten noch den Defekt sehr gut und ästhetisch verschließen. Das heißt, man soll es zweischichtig nähen. Also der ästhetische Gesichtspunkt ist ein ganz wichtiger. 90% aller Hautkrebsfälle sind bei Früherkennung heilbar. Deshalb regelmäßig, das heißt einmal im Jahr, unbedingt vom Facharzt kontrollieren lassen. Auch wenn wir uns schon sehr nach den warmen Sonnenstrahlen sehnen, mit Maß und Ziel und gut geschützt, heißt die Devise, dann steht dem Genuss nichts mehr im Weg.